Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Das diesjährige EFI-Gutachten, über das wir heute im Kern debattieren, und auch der Bundesbericht beschreiben eine Erfolgsgeschichte. Dieses Jahr liegen die Ausgaben im Bundeshaushalt für Forschung und Entwicklung bei 15,8 Milliarden Euro. Und damit sind die Ausgaben des Bundes in diesem Bereich in den letzten 10 Jahren um sage und schreibe 75% gewachsen. Und zusammen mit der Wirtschaft hat der Staat im Jahr 2014 sogar 84 Milliarden Euro für Forschung und Entwicklung ausgegeben. Ich sage beeindruckend, meine Damen und Herren. Und die gestiegenen Investitionen, sie zeigen Wirkung. Die Zahl neuer Arbeitsplätze für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hat zwischen 2005 und 2013 fast um ein Drittel zugenommen. Heute arbeiten sage und schreibe 600.000 Menschen in Deutschland in Forschung und Entwicklung. Und die Zahl weltmarktrelevanter Patente pro 1 Million Einwohner liegt in Deutschland um mehr als 240% über dem EU-Durchschnitt und ist damit im Übrigen auch doppelt so hoch wie in den USA. Flankiert wird dies durch eine nachhaltige Investition in die Exzellenz. Und ich darf in diesem Zusammenhang die Bundesregierung beglückwünschen zu der Verabschiedung des Exzellenzpaketes in der letzten Woche, meine Damen und Herren. Die Bundesregierung hat also die Zeichen der Zeit schon seit langem erkannt. Und die Zahlen zeigen, wir sind auf einem guten Weg. Und wir sind in vielen Bereichen international vorne. Doch, meine Damen und Herren, reicht es aus? Reicht es aus, um im internationalen Wettbewerb, der sich immer rascher, immer ehrgeizigere Ziele steckt, auch vorne zu bleiben? Und da sage ich nur Sonnenweg. Und wer in den letzten Wochen die internationale Wissenschaft und Innovationspolitik verfolgt hat, wird etwas mit diesem Wort anfangen können. Denn mit Sonnenweg wird der neueste und schnellste Supercomputer der Welt bezeichnet, den die Chinesen in der letzten Woche vorgestellt haben. Und schon der bisher schweizschnellste Rechner der Welt kam aus China. Und der Abstand wird immer größer mit jetzt 93 Petaflops Leistung. Das sind 93 Billiarden Rechenoperationen pro Sekunde. Ist der neue Supercomputer dreimal schneller als alle bisherigen Rechner auf der Welt. Und das Besondere, meine Damen und Herren, an diesem neuen Supercomputer: Die Chinesen haben keine importierte Technologie von Intel oder IBM benutzt, sondern die Chips und sogar die Software zur Steuerung der Chips selbst entwickelt. Also eine chinesische Eigenproduktion. Nur Paste und Copy, das war einmal. Der schnellste Supercomputer in Deutschland steht übrigens in meiner Heimatstadt Stuttgart, allerdings mit nur 5,6 Petaflops. Was zeigt uns das? Die Chinesen sind gewillt, massiv in Zukunftstechnologien zu investieren. Und wir drohen in diesem Bereich durchaus etwas abzuhängen. Und das können wir uns nicht leisten, denn viele wesentliche Erkenntnisse, gerade im Bereich der Computer, im Bereich der Simulation vom Klimawandel, Vorhersage von Erdbeben und so weiter, sind nur mit solchen unglaublich schnellen Anlagen auch zu gewinnen. Was wir also brauchen, meine Damen und Herren, sind noch mehr Investitionen in unsere Forschung und Wissenschaft. Wir brauchen Eigeninnovationen und dürfen nicht abhängig werden von Innovationen aus den USA und China. Und deshalb, meine Damen und Herren, ja auch die Aufregung um den Augsburger Roboterhersteller KUKA in den letzten Wochen. Forschung und Innovation sind eben entscheidende Faktoren für unsere künftige internationale Wettbewerbsfähigkeit. Und deshalb war es gut und richtig, dass sich die Bundeskanzlerin letzte Woche in China erfolgreich dafür eingesetzt hat, dass die Mehrheit der Geschäftsanteile von KUKA weiterhin in der Hand von europäischen Investoren bleibt. Herzlichen Dank dafür. Im Übrigen trägt das EFI-Gutachten in diesem Kontext eine eigene deutsche Robotikstrategie an, die ich hier gerne auch unterstütze. Doch nicht nur der Robotik gilt. Die großen F&E-Supermächte USA, Japan, Südkorea, Israel und eben auch China stehen mit Deutschland in unmittelbarem Wettbewerb. Und hier bedeutet für uns mehr denn je Stillstand gleich Rückschritt. Und nur zur Erinnerung nochmal die F&E-Ausgaben aus dem Jahr 2013 im Vergleich: Schweiz 3,0% des Bruttoinlandproduktes, Japan 3,4%, Südkorea 4,2% und Baden-Württemberg 5,1%. Auch das eine sehr beeindruckende Zahl, meine Damen und Herren. Und das müsste eigentlich unsere Benchmark sein. Und deshalb, warum sind wir nicht mutig? Warum setzen wir uns nicht wenigstens 3,5% des BIP für Forschung und Entwicklung als Ziel bis 2025? Aber, das möchte ich gleich dazu sagen, ein ehrgeiziges Ziel, das natürlich nur gemeinsam mit den Anstrengungen auch der Wirtschaft zu realisieren ist. Aber, meine Damen und Herren, nur so stellen wir sicher, dass Deutschland weiterhin zur internationalen Spitzenklasse gehört. Und deshalb lassen Sie uns alle gemeinsam daran arbeiten. Wir hier sind der Haushaltsgesetzgeber. Wir haben es also letztlich ein Stück weit auch selbst in der Hand.
Gehen wir also mutig voran, gemeinsam mit der Regierung, die schon viel vorgeleistet hat, die wirklich Erfolge vorzuweisen hat, aber auch gemeinsam mit den Unternehmen. Und, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, nutzen wir dabei vor allem auch das große, das riesige Innovationspotenzial der kleinen und der mittleren Unternehmen in Deutschland. Ein Programm dazu hat die Bundesregierung vorgelegt, das in die genau richtige Richtung weist. Und wenn wir dies alles realisieren und wenn wir mutig und ehrgeizig bleiben, dann, meine Damen und Herren, dann bleiben wir auch das Land der Ideen und das Land der Innovationen. Herzlichen Dank. Gesine Lötsch ist die nächste Rednerin für die Fraktion Die Linke.